Wer bist du? Ich bin der Benny und ich bin von Celonis. Was macht ihr? Was macht Celonis? Celonis ist ein Softwareunternehmen und wir bieten eine Softwarelösung für Enterprise Performance Acceleration an, was auf der Process Mining Technologie basiert. Also sehr kompliziert, aber einfach gesagt Prozessoptimierung für große Unternehmen. Okay, was ist deine Aufgabe da dabei? Ich leite das digitale Marketing da für Europa, also Lead Generation, einfach, dass der Sales genügend Demand im Prinzip bekommt, also was zum Arbeiten. Okay. Komische Frage, die habe ich die anderen auch gefragt. Mit welchem Einlaufsong würde deine Firma in den Boxkampf laufen? Mit Rocky Balboa vielleicht. Weil jeder immer alles gibt, bis zum Ende fightet und eigentlich immer, wir sind sehr energetisch und sehr ambitioniert und keiner will verlieren. Ja. Haben wir schon ein bisschen gemerkt in der Liga. Wie seid ihr auf die Sports League aufmerksam geworden? War ganz lustig eigentlich, weil meine Kollegin aus dem Marketing hat irgendwie eine E-Mail bekommen und dann hieß es irgendwie, ja, hier gibt es eine Urban Sports League und ob wir nicht mitmachen wollten, dann hat es mir weitergeleitet und ja, es gibt ja kein Frauenteam, deswegen. Frauen sind auch gerne gesehen, also kannst du auch gerne mitbringen. Wir hatten schon ein paar letzte Saison. Stell dein Team ein bisschen vor, deine Mitspieler, wer spielt in eurem Team? Zusammenfassung so von dem. Genau, also im Tor ist unser überragender Torwart Fabian Lisse, also unser Stammtorhüter. Dann haben wir hinten den Johannes Muhr, der ist eigentlich hinten im Abwehrzentrum gesetzt. Wir spielen im 1-2-1-System. mit dem rotiere ich dann immer. Dann auf links ist der Luca oder der Sebastian Bücheler oder der Steffen Schenk, das sind unsere Außenstürmer im Prinzip. Auf rechts. Den haben wir da? Ja, die wechseln sich eigentlich immer so ab, die drei, vier. Dann haben wir noch den Mohammed noch mit dabei, der zum Teil unser Trickser ist. Und vorne dann den Markus, der unser Cristiano Ronaldo sein möchte und die Torjägerliste anführt, glaube ich. Ja. Und wahrscheinlich habe ich noch ein paar vergessen, aber. Wer ist der Spieler, auf den wir aufpassen sollten? Der Markus, denke ich. Obwohl er heute nicht so gut gespielt hat. Was ist das Ziel in der Liga? Wir wollen auf jeden Fall, eigentlich war das Ziel, ungeschlagen Meister zu werden. Das ist jetzt, können wir nicht mehr auf unsere Stange schreiben. Auf jeden Fall nach Berlin zu fahren. Okay, dann viel Erfolg dabei. Danke auch. Bis nächste Woche.